Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Du mit Star Mich und Star Lumpy. Star Luigi. Guten Tag. Mario. Ich bin's die. Luigi. Du bist die. Wen jetzt? Was du? Ich hol meine Gießkanne. Ach so. Ja, und ihr hört es wahrscheinlich. Wir haben heute mal ein bisschen andere Musik. Wir haben es endlich mal geschafft, jetzt nach 4 Folgen dann doch ein wenig Ambiente mit hineinzubringen. Ein wenig Musik. Oh, mit guck mal hier, Musik. Kartoffel. Ja, da war eine einzelne Kartoffel. Ja. Das war so eine wilde Kartoffel. Ganz wild ist sie, sag ich dir. Und das ging ab, ey. Mit der wilden Kartoffel. Aber sowas von. So. Gib Wasser mehr. Ich mach jetzt auch einfach mal hier so. Zack, 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 zack. Ich habe übrigens mitbekommen, dieses Hacken, einfach nur Hacken. Bringt nichts. Hat nichts gebracht. Toll, schön. Erster Pro-Tipp in der ersten Folge: Hacken, ums Farmlevel zu steigern und dann feststellen, es hat nichts gebracht. Am Arsch. So. Läuft bei uns. Was machen wir denn eigentlich heute? Heute. Wir haben. Also wir haben jetzt gegossen. Wir haben Holz. Ich hab keine Ahnung. Wir können mal noch gucken. Ist jetzt Werkzeug bei? Ich habe jetzt eine Steinspitzhacke dabei, habe mein Messer dabei und ich habe eine Hacke dabei. Okay. Ich packe mir jetzt einfach mal wieder standardmäßig mein Zeug hier rein. So. Ja, ist eine gute Idee. Die Kartoffel, also ich habe jetzt das Schwert, Spitzhacke und Axt. Die Kartoffel, die verkaufe ich mal. Tag 9. Ah, ich bin. Okay. Ich bin. Ist ja bald eigentlich Tag 12 oder 13, ist glaube ich Eierfest. Ja, da kriegen wir einen Tag vorher nochmal eine Porsche. Eine Porsche? Hä? Bin ich blöde? Ich wollte doch noch die Achse einpacken. So. Ich wollte nämlich sagen, dass wir vielleicht nach unten, nach Süden gehen und da noch ein bisschen Kram machen. Wald. Im Wald, meinst du? Zum Beispiel. Ich hör dich doch schon wieder am Baum fällen, mein Freund. Ja, ich dachte, wir brauchen vielleicht ein bisschen Holz. Schön den ganzen Crumble hier eingepackt. Ja, hörst du es? Hörst du es? Was ist da passiert? Wie macht es draußen? Wie vorkommt? Machen wir das jetzt. Freunde, das Fenster zu. Ich hoffe, man hört es nicht. So, ich bin wieder in aufrechter Sitzposition, habe mich angeschnallt und unser Blut in den Wald kann losgehen. Ich bin ja schon voll dabei hier. Lumpys voller Elan. Ja, ich muss hier den ganzen Kram mithacken. Warte mal, wenn du das, ist ja witzig, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei dem PS4-Controller, wenn du hackst, dass ich nenne es jetzt mal Ambilight, hinten am Controller, dass das blinkt? Nö. Bleib mal kurz stehen, da du ja sowieso hier gerade fett am Gras sammeln bist, schmeiß ich ja mal noch die Mix-Seeds raus. Jawohl. Weil vielleicht wollen wir ja schon möglichst bald ein Silo bauen. Das ist mir so. Was hältst du von der Idee? Geht, Junge. Geht. Da habe ich das Gefühl, das Spiel ist mega laut bei mir. Echt? Aber es ist schon voll leise. Hier unten liegt wilder Meerrettich, den werde ich gleich mal mitnehmen. Den brauchen wir ja dann fürs Gemeindezentrum. Einmal Löwenzahn, einmal Lauch, einmal wilden Meerrettich und eine Narzisse. Brauchen wir für die erste Frühlingssammlung und da bekommen wir dann 30 mal gemischte Samen, glaube ich. So, das ist ganz so laut. Alter. Pack denn überall das Gras hin, das ist ja unmöglich. Ich frage mich, wann der Major uns mal endlich die Türe aufschließt von dem Haus, ne? Für dem Gemeindezentrum. Mhm. Das war auch bei mir ungefähr am 11.12. Tag rum. So. Wir können natürlich nochmal in die Stadt tigern und gucken, ob wir noch ein paar Leute treffen. Weil ich brauche noch, sag Hallo. Ich bin bei 27 von 28. Ja, da fehlt ja bloß noch der Zauberer, aber den lernst du ja eh erst kennen, nachdem das Haus auf ist. Am Arsch, Zauberer.
So, ne, können wir gleich das Angenehme mit den Nützlichen verbinden. Wir brauchen sowieso noch Holz. Richtig. Dann für Silo und Co. Überall dieses Unkraut. Du bist langsam erschöpft, auch nur langsam. Oh ja, wir sind gleich leer, krass. Gut, alles klar, ich kann nur noch... Luigi, ich bin erschöpft. Oh nein. Doch, ich muss jetzt langsam wieder nach oben. Ich brauche Eicheln, dann könnte ich vielleicht einen Müsli-Riegel bauen. Hast du Eicheln? Nee, ich habe tatsächlich nur Tannensapfen. Eise. Ach ja. Na, pass mal auf, hier, komm mal her, mal noch. Oh. Nimm mal das Ding hier. Guck, ich schenke dir das. Na, warte, da kann ich auch meinen essen. Ach so. Warte, jetzt geh mal weg. Der wilde Meerrettich-Tanz. Ich esse auch. Nein, wir brauchen doch aber einen für die Sammlung. Ja, ich habe schon einen weggesammelt. Du hast schon einen weggepackt für die Sammlung? Ja. Sag das doch. Ja, guck mal, das ist gleich wieder viel schneller. Dann gucken wir halt in die City jetzt, wenn wir eh schon leer sind. Oh, da oben liegt noch was. Das nehme ich mit. Zack. So ein kurzer Aussage, als ob er gewartet hat. So. Hallo. Hallo. Lea, hallo Nachbar. Edward. Ey, lass dir Ruhe. Die gehört mir, Alter. So. Schön mit Schwert. Weil keine Energie verbraucht. Genau. Ein Löwenzahn. Mhm. So die Frage, was machen wir jetzt in der Stadt? Mülltonnen treten. Ja, zum Beispiel. Mal gucken. Ich finde nichts. Ich bin da sowieso voll. Wir müssen mal gucken, dass wir noch ein bisschen Geld sammeln, dass sich jeder von uns einen Rucksack kaufen kann. Wie teuer ist der? 2000. Das ist ja eklig. Was? Entschuldigung. Ich glaube, so ein Rucksack kostet 2000. Ja, der erste. Hallo, Abigail. Oh, sie ist gerade nicht gut drauf. Oh, jetzt war der Typ hier gerade Feierabend. Ich wollte dir gerade Steine verkaufen. Tja, das brauchen wir nichts. Ein Penner. Es ist auch schon 17 Uhr. Ja, hier, Onkel will 3 Sardellen haben. Das bringt uns nicht allzu viel. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ja, ich gehe nach Hause. Das ist nämlich genau der Moment, wo ich mir nämlich immer denke, okay. Oh, da oben ist noch eine Narzisse. So, da ich bin, glaube ich, tatsächlich echt am Überlegen, ob ich die Musik mal ein Stück leiser mache. 1, 2, 3. Natürlich auch zu sehen, ob die Windows-Taste kommt. Lohnt sich. So, nochmal Alt-Enter. So, das haben wir wieder im Spiel zurück. Wunderbar. Ich kann immer noch keinen Dünger bauen, weil ich so ein Depp bin. Voll der schlechte Farmer. Ist voll der Bob, bist du. Farm-Bob. Stimmt, immer mehr wird dich liegt ja schon drin. Und noch eine Kartoschka. Ja toll, wir haben ja 4 Müsli-Riegel drinnen liegen, 2x Mixed Seeds sind noch in der Kiste. Achso, dann kann ich die mit reintun. Ja. Ach, hier sind die Dinger, guck mal. Topaz, Erdkristall, kann ich ja dann morgen da nochmal verklöppeln. Ja. Warte, ich bin sofort fertig hier drüben. Jo. Ich hatte ja mal noch das Gras hier ein. Ich also 479 Holz haben wir insgesamt schon. Hier flack ich mal noch eine Narzisse rein. Und wo haben wir? Hier kommt der Tannensaft auch. Achso, hier. Ja, guck mal, du musst doch noch ein Eisen musst du ja noch rausholen, glaube ich. Ich pack dir mal eins da rein. Wenn das morgen früh fertig ist, dann kannst du das rausholen. Ja. Liebend gern. Ich muss ja immer noch meinen Ofen bauen. Ich glaube, das Lied passt nicht gerade ganz zum Spiel. Warte mal. So. Morgen wird das Wetter? Playlist. So nicht. Yeah, Hochbuch aktualisiert. Scheiße, nice. So, das passt schon eher. Alles klar, mein lieber Lampi. Morgen soll es sonnig werden. Korrekt. Und naja, plötzlich dunkel. Pack ich mal wieder die Gießkanne hier rein. So, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Jawohl. Ich bin auch schlafen. Gute Nacht, Mario. Gute Nacht, Luigi. So, ein bisschen Hofarbeit. So, 9. 206. Vielleicht schon fast genug Geld für einen Rucksack.
10. Tag im Frühling. Jawohl, kannst du ja noch von uns einen Rucksack kaufen. Nee, heute kann sich keiner einen Rucksack kaufen, der Laden hat heute zu. Ja, ist Mittwoch, ne? Mhm. Ja. Hallo Mario, siehst du die Katze hier? Ich bin der Luigi, du bist der Mario. Nein, Mani hat mich gerade angesprochen. Ach so. Hä? Okay, ich habe keine Katze. Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner, armes kleines Ding. Es scheint ihr hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Mauzi. Warte mal, wir würfeln mal. Lee. Truzi. Maki. Koma. Koma. Koma-Katze. Zacke. Trella. Warte, wir nennen ihn. Ich habe eine Idee. Wir nennen ihn einfach. Muschi. Nein. Caterpillar. Ne? Ja. Beste wegen Tausendfüßler. Caterpillar. Ach so. Caterpillar. Boah, das ist ja die. Das ist die Tausendfüßler. Der braucht ein bisschen, wa? Ja, ja. Komm her, Caterpillar, sein braves Gätzchen, ja? Kann man die eigentlich noch umbenennen? Ne? Nee, ich glaube nicht. Oh. Nein, dann muss ich jetzt mit dem Namen leben. So, du kannst deine Gießkanne gleich direkt wieder wegpacken. Okay. Dann nehme ich halt die Meerrettich mit. Bei uns ist Meerrettich gewachsen, die Sau. Einfach so. Mitten auf der Wiese. Hallo, Kaffee. Gut, okay, wir mischen. Pass mal auf. Ich gehe mal zum Wahrsager. Oh, König der Soßen, Wiederholung. Oh. Willkommen. Du bist so richtig. Geister sind heute etwas genervt. Ich brauche heute theoretisch gar nicht in die Mine gehen. Ich habe kein Glück heute. Dafür ist der Wahrsager. Dafür ist der Wahrsager also da. Richtig. Ach so. Wenn du nämlich mehr Glück hast, dann fängst du bessere Fische, dann findest du mehr Mineralien in der Mine und so ein Krempel. Aber wir können ja trotzdem mal in die Mine gehen, weil ein bisschen Erz können wir ja trotzdem sammeln, wenn du Lust hast. Ich habe meine Hacke und mein Schwert habe ich am Stiefel. Ich hab den Meerrettich mit. Ich hab den Schlepp jetzt die Kupferbahn einfach mit, ist mir jetzt egal. Ja, das passt schon. Lumpys Piepmatcher sind auch wach. Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt eine Wachtel zu Hause. Oh, eine Wachtel. Mhm. Also eine bunte Wachtel. Die haben sich letztens gestritten und der eine Vogel hat dem anderen Vogel die Schwanzflosse. Alles klar. Oh, guck mal, noch ein Meerrettich. Nice. Die Schwanzfeder irgendwie rausgerissen oder so. Guck mal, da ist auch ein Laucher, den nehme ich mit. Gleiches zu Gleichem. Danke. nur für Abenteurer, wir müssen um die Schleime töten. Ach so, 10 Stück nicht? Ja. 10 oder 20 oder so. Na dann, Attacki. Huch, tschüss. Mach's gut, ich gehe da schon mal in die 10. Kannst alleine machen. So. Hi. Schwert habe ich ausgerüstet. Ich hab mich gebissen, Alter. Ah, mach's tot, bevor es Eier legt. Ich bin geschleimt. So, ich nehme mal hier Kupfer mit. Ja, du machst wieder Kupfer, alles klar. Du bist so hart geduckelt bei mir. Ein Dicklet. Ne, wie ist denn der? Aber. Dick da. Von Pokémon? Ja. Dick da. Achtung. Stinkbiene. Ja, die sind. Jetzt sind die noch richtig nervig, aber später. Später sind die easy as fuck. Hacki ist, du wirst, wollte gerade sagen, du wirst schon, dass du angegagelt wirst. Warum ist denn das so krass dunkel bei mir, Alter? Was ist los? Bei mir hat sich irgendwie gerade der Loop ein bisschen von der Fliege. Ich habe einen Soundbug. Ich höre die ganze Zeit die Fliege. Ja, das Problem kenne ich, das habe ich auch manchmal. Wird jetzt weg sein. Jawohl. Mr. Krabs. Spaß mal hier, Schleimi. Schleimsen, Autschen, du Wichser. Hau drauf da! So, Kupfer, ey. Denk dran, ich hab noch mehr dich. Ja, mehr dich, mehr dich. Chill Drum Bass Musik in der Mine. Ich bin geschleimt. Falls du mehr dich essen willst, sagst du mir Bescheid. Zack,
Bist du jetzt einfach abgehauen? Oh mein Gott, mein Spiel steht. Was passiert da? Tom? Ja? Schakal? Mein Stardew Valley ist abgestürzt. Nein! Doch, tatsächlich, ist abgestürzt. Die ist weg, ja. Ist blöd. Gut, dann soll ich jetzt hier einfach stehen bleiben? Oder ja, mach ich weiter, weil ich starte ja wieder am Haus. Okay. Lässt du mich einfach hier an der Mine alleine? Tut mir leid. So, müssen wir das Spiel starten? Das ist meine Chance, 10-mal Schleim zu töten. Oh, Lumpy Speed Stardew Valley. I like the way you work it, no diggity. Co-op. Co-op. Ist bei mir das Spiel tatsächlich zum ersten Mal abgestürzt. Aber. Luigi ist wieder da, hatte volle Energie. Das ist natürlich jetzt der Vorteil, ja. Ja. Kann ich die 15. Etage noch mitnehmen, was sagst du? Ah, ne? Nehmen wir die Cherry Bomb noch mit? Jo, geh ruhig runter, wir haben es jetzt 14:50 Uhr. Das geht doch aber noch Zeit hier. Soll ich dir ein paar Erdnussriegel mitbringen? Ja, wie heißen die Dinger? Ja, ich habe eigentlich noch zweimal mehr für dich, den ich verknuspern kann. Ich bringe dir zwei Büsi-Riegel mit. Jawohl. Jetzt sind die Vögel wieder aktiv am Start. Ja. Ich sag mal so, die Zuschauer sind ja gewohnt von dir. Ja, mehr oder minder. Geode! Das passt schon, weil. Ah, jetzt ist hier wieder ein Wurm, also. Wenn der eine Vogel von den beiden nämlich am Futtern ist, dann fängt der andere immer an zu zwitschern, wie blöd. Naja, das. In welche Etage bist du gerade? 14. Oh, ob du das noch bis zur 15 schaffst? Na, freilich. Dann warte ich hier noch. Ich muss nur mal ganz kurz gleich meine Energie wieder auffüllen und dann warte mal, ich krieg mir mal den Merdich rein. Muss nur mal Junge. Ganz kurz das Lied wechseln, weil das stört mich gerade. So. Wir haben gerade den Zwerg freigeschalten. Nein, Joel Jensen, Josmihu. Komm her, hässliches. Hast du es? Nee, noch nicht. Ich komme dir auch zur Hilfe, wenn es sein muss. Ich werde gerade von einer Fliege angegagelt. Ich komme einfach runter. Ein bisschen Kupfer mitnehmen. Wurfbuch aktualisiert. Yeah. 6 Kohlen habe ich mitgenommen. So, mal gucken, wo hier der. Jetzt bin ich in der 13. So, ich bin jetzt in der 15. Okay, wenn du jetzt in der 15 bist, dann kann ich den Aufzug nehmen. Zack. Hallo. Mario, ich bin sie wieder da. Hier, guck mal. Achso, warte mal, ich bin voll. Warte, ich knusper mal noch schnell den Merdich weg. Zack, Junge. Schiebe ich mir noch die Gemüsli-Riegel rein. Gemüsli-Riegel. Gemüsli-Riegel. Was immer schwierig ist, du darfst in der Mine echt die Zeit nicht verpassen, Alter. Du bist ja, so beschäftigt, dass du echt übel die Zeit verbimmelst. Und immer laut schreien, sobald du den Ausgang gefunden hast. Eine Geode. Ausgang. Na, sei froh, dass du den gefunden hast, weil ich hätte jetzt echt übel losgeschrien. Oh, geil, ja da. Topas. Noch mehr Kupfer für den Party. Ich fange jetzt auch an, Kupfer zu semmeln. Nein, da, oh, gehst du weg. So, gehen wir nochmal nach links, wa?
Vielleicht findest du ja noch irgendwas Erquickendes? Nee, nicht wirklich. 20 Uhr, wenn deine Energie leer ist, würde ich dann sagen, geh mal raus. Wo ist denn der Wolfgang? Weiß ich nicht, hab ihn noch nicht gefunden. Du bist langsam erschöpft. Na gut, dann hat sich das ja erledigt. Na gut. Ich will den Ausgang jetzt ja trotzdem noch finden. Digga, der Ausgang ist direkt neben der Treppe. Oh. Das war einmal dumm. Lass mich hacken. Oh, bei dem musst du aufpassen, den musst du ganz schnell töten. Sonst werden da Fliegen. Ja, sonst werden da Fliegen raus. Nice. Gut, oh, guck mal, hier ist ein Special Man. Special Man? Ach, das ist ein Stern über dem sein Kopf. Ich habe mir gedacht, das ist seine Antenne. Oder ist das seine Antenne? Ja, ist seine Antenne. Ja, ist quasi seine Antenne, ja. Ja, Knüppel. Klassenkeile. Ja, Mann, kleiner Magnetring. Oh, da kommt schon so ein Fußflieger an. Die Regenstiefel kann ich dir dann geben. Weil ich habe ja schon. Dick da. Gehst du weg? Gehst du jetzt weg? Mal, jetzt hab ich den Zaun dauerhaft. Hier, Regenstiefel. Ich bin, ja, warte, ich komm. Ich bin da. Bitteschön. Dankeschön. Jawohl, Alter, plus 1 Immunität. Passt besser zu deinem Outfit. Stimmt. Jetzt kommt mir noch so eine Kackafliege an, Alter. Noch mehr Größe. Nein, sie verwandelt sich. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Oh, wir müssen langsam raus. Ja. So, alles klar. So. Hier ist noch eine Treppe, die können wir runternehmen. Und dann stehen wir direkt wieder in der Treppe, da können wir rausgehen. Verlassen. Jawohl. Guck mal, da rechts ist jetzt frei, da ist jetzt Zwerg. Ach so? Ist ja geil. Ich hab jetzt hier noch einen Magnetring. Du hast doch schon einen, oder? Ich glaube, ich habe einen schon, ja. Du müsstest schon einen gefunden haben. Komm, nicht drödeln, ab nach Hause und eine Pause. Ja, ich habe mir jetzt den doppelten Magnetring angelegt. Sehr gut. Hä? Ich habe auch Regenstiefel. Ich habe welche an und in der Tasche. Das ist interessant. Jung. Soll ich noch irgendwas verkaufen? Zu Hause. Ne, ich habe eigentlich gar nichts zum Scherbeln. Ich habe nur noch hier ein bisschen Kohle, ein bisschen Monsterschleim, eine GEU, da habe ich noch. Hat hier reingekickt. So, zack. Alles klar. Wetterbericht. Morgen ganzen Tag klar und sonnig. Gut. So, Ode Bungott. Dann gute Nacht. Gutes Nächtle. Oh, so, ja. Ist es schon wieder soweit? Jawohl. Junge, ich kann jetzt eine Rauchbombe tun. Ich kann jetzt robuster ringen und so. Und das kann ich auch tun, ey. Ja, Freunde. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit, wieder 2 Tage geschafft, 2 Tage um für diese Folge. Und ja, lasst nochmal einen Daumen da oder einen Kommi, wenn euch das bis hierhin gefallen hat. Und vergesst nicht beim nächsten Mal wieder reinzuschauen, wenn es wieder heißt Star Du, Star Ich und Star Lumpy. Und Star Valley. Genau, und Star Valley. Also macht's gut, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.